Der technologische Teil ist der Teil, der sich in den letzten 2 oder 3 Jahren am kräftigsten, am rasantesten, am verflechtesten entwickelt hat. Also es entwickelt sich sehr. Und da muss man schon sagen, also manchmal ist es mir zu Ohren gekommen, zum Beispiel heute Mittag, dass manche Leute sagen, ja, ich bin doch nicht gegen die Globalisierung, weil ich für die Technologie bin oder so etwas. Und dazu ganz abgekürzt gesagt, aber es ist natürlich ein riesen, riesen Thema, dass die Technologien, die wir entwickeln, sind die Grundlage für eine vollständig vom Grund auf andere Wirtschaft als die Technologien, die im Augenblick die Globalisierung vorwärts treiben und außerdem die Technologien, die wir sozusagen mit Technologie identifizieren. Und die Technologien, an denen wir arbeiten, haben alle, also ganz, ganz mit, sozusagen sind ganz direkt auf einen Punkt gerichtet. Also sind nicht so vage hingestreut, sondern die gehen, haben eine Absicht, eine gezielte Absicht. Die gezielte Absicht ist es, die Technologien dazu, also es, die Technologien haben den Sinn, es möglich zu machen für Menschen, die unter Umständen wenig Ausbildung haben, die unter Umständen Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, die nicht ein österreichisches Handwerk gelernt haben, 4 Jahre lang großes Schild an, in der Werkstatt, sondern die jetzt Elektrizität herstellen, bauen, ganz besonders bauen von Häusern natürlich, aber sehr viel anderes, eben auch, wenn das verflochten werden kann, auch sich ihre eigenen Komposttoiletten machen. Es hat alles mit dem Gegenteil von der Industrie zu tun. Es ist in dem Sinn ganz genau das Wort, also postindustriell. Das ist die Phase nach der Industrie. Das ist eine Art, es zu verstehen, dass wir arbeiten und mit jetzt eben, jetzt würde ich sagen, große Anstrengungen, aber auch Fortschritte. Also wir arbeiten an einer Vielheit und auch, und das weiß, das kann man auch belächeln, aber wir arbeiten auch schon seit 10 Jahren an einem elektrischen Auto, das handfest ist, das nicht ein Kinderwagen mit einem Motor ist, so wie manche grünen Autos, sondern ein ernstzunehmendes Auto, das man selber warten kann, das man selber reparieren kann, das auch eine nicht verrückte, nicht à la Porsche, aber es hat eine vernünftige Beschleunigung. Neulich hat mir jemand, eine Journalistin, gesagt, ach, ein Auto für Frauen. Und ich habe gesagt, ja. Und also ein Auto, das man nicht selber machen im Keller, aber dass man in einem Gemeinschafts-, Nachbarschafts-, Stadtteil, Dorf, Dorf, Zentrum zum Teil herstellen und zum Teil zusammensetzen kann.